Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Die letzten von uns, die hier noch zugucken, werden sich sicherlich letzte Episode gefreut haben, wie wir athletisch rübergehüpft sind. Jetzt machen wir mal ganz kurz den hier. An die Arbeit. Und wir haben 134 Werkzeugteile. Wir haben bestimmt wieder irgendwo... Gibt's hier irgendwo Werkzeug vielleicht? Warte mal. Also hier eventuell irgendwo... ich glaube nicht. Glauben heißt nicht wissen, aber naja. Ich habe wahrscheinlich irgendwo wieder Werkzeug übersehen. Pistole 1, den Waffenhalter, Waffenhalfter wollte ich eigentlich machen für die Langwaffe. Vielleicht für Bogen und Jagdgewehr eventuell, würde ich mal gerne probieren. Ob uns das viel bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde es einfach gerne probieren, weil ich nicht genau weiß, wie sich das auswirkt. Ich mache es einfach mal. So, mal schauen. Das sieht schon mal gut aus da drüben. Hallo. Oh nein, der Button ist ja verklemmt. Okay. Und jetzt haben wir hier noch Magazinkapazität, Nachladetempo von der Kleinen, die eigentlich ganz gut ist. Ich würde gerne am liebsten natürlich mehr Damage machen mit den Dingern. Ob das nötig ist, weiß ich nicht. Hier können wir gar nichts mehr machen. Zwei Werkzeuge haben wir. Schussfolge, weniger Rückstoß. Die schrubbeln lieber den Bogen, ne? Ziehgeschwindigkeit. Vielleicht Ziehgeschwindigkeit auf dem Bogen eventuell. Mit dem würde ich gerne vielleicht mal, weil der ist bestimmt lautlos. So. Mehr können wir jetzt auch nicht machen. 29 Dinger haben wir noch. Theoretisch kann ich hier nicht auch was machen. Nachladetempo vielleicht von der Kleinen. Die Waffe schneller nachzuladen, schneller abzufeuern. Mache ich eh nicht. Magazinkapazität finde ich eigentlich ganz gut. Würde ich das auch erstmal machen. Von der Kleinen. So. Okay. Das ist doch ganz gut. Ich hoffe. Okay. Wie sieht's denn aus? Ah. Ja, sehr gut. Das ist natürlich super. Oh, Scheiße, runter, runter! Natürlich. Was machen wir? Gar nichts. Nein! Nein! Da ist ziemlich viel los, was? Das sollte. Mist, kein Essen. Und ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. So bitter es ist, aber normalerweise würde man vermuten, sie hätten die Frau leben lassen und mitgenommen. So bitter das ist, das sagen zu müssen. Und letzten Endes haben sie die gerade für nichts und wieder nichts erschossen. Für gar nichts. Ach, Menschen. Ich wünschte, es wäre, man könnte sagen, das ist total realitätsfern. Okay, hier ist nichts. Wir müssen wieder nach oben. Wir wissen aber jetzt, dass das Gebiet hier von weiterhin von Banditen durchsucht wird. Und zwar offenbar von treppenversperrenden Banditen. Das muss eine Art Hobby sein. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei aus dem scheiß Pickup finden. In dem Truck muss eine ganze Armee sein. Wie haben wir es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Wenn man das hört, wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Das war ein Kompliment. Okay. Ernsthaft? Wow.
Okay. Was ist denn da gerade passiert? Ich wollte ihn jetzt ganz easy und dann den da und irgendwie... Naja, gut. Wenn ich schieße, habe ich ein bisschen Bammel, dass wir eventuell gehört werden. Von weiteren Banditen. Muss ja eine ganze Armee sein. Sagt er, okay. Okay, weißt du, was ich mache? Natürlich das Übliche, erstmal ein bisschen speichern in jeder Folge. Ja, erstmal ganz kurz wieder Speicherbildschirm zeigen. Einmal geht ja, ne? Von einer halben Stunde mal ganz kurz ein paar Sekunden speichern. Ich glaube, das wird jeder hier überleben. So. Davon geht die Welt nicht unter. Scheiße! Oh, shit! Oh, Scheiße! Gut, gut. Warte mal, wir haben hier einen Basie. Ich dachte, ich hätte ein Upgrade drin. Er hat eine Stahlstange. Dann nehme ich natürlich die Stahlstange und dann würde ich nochmal Folgendes machen. Wir basteln uns nochmal ein bisschen. So. Bisschen Geschmacksverstärker rein. Darf ich durch? Danke. Okay. Hier scheint erstmal niemand zu sein. Schon wieder der Top-Firma-Wart. Erwart. Ganz ehrlich, ich glaube, der wird aber verschwenderisch oft vergeben. Der ist fast nichts mehr wert, oder? In der Menge, wie die den raushauen. War wahrscheinlich irgendeine Seite in Illustrierten zum Ausschneiden. Kann man sich selber hinhängen. So, bevor wir rausgehen. Da unten, ist das der Wagen? Nee, ne, das ist irgendein Wagen. Also mit dem die Banditen gerade gefahren sind. Hier geht's raus, okay. Ich schau trotzdem nochmal. Zur anderen Seite geht's nicht raus. Aber da geht's noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich in die nächste Sackgasse. Ja, hallo. Na gut, aber geguckt haben wir trotzdem mal. So. Hier will ich nicht unbedingt raus. So. Dawn, was? Dawn of the Wolf. Ich frage mich halt hier, ob hier auch Banditen sind, ne? Panzer sind das, alles klar. Lost. Da hinten stehen auch Panzer rum. So, hier hinten. Ja, nischt. Na gut. Geguckt haben wir zumindest. So, hier sind wir anhalten, wenn rot ist. Da gibt's Donuts. Ah, das Donutschild natürlich von der Natur unberührt. Ich verstehe das schon. Selbst die Natur respektiert Donuts. Natürlich. Oh. Die sind bestimmt auch noch alle frisch. Weil die komplett aus Chemie gemacht wurden. Aber es ist mir egal. Ich will diese Donuts. So, Giselles Schuhpalast. Ich habe von der Crew im Osten gehört. Nicht. Was ist mit der Masse? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie sie aufscheuchen. Los Bandidos sind uns also auf dem Fersen. Wie viel auch immer das jetzt letzten Endes sind. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ich weiß. Die Frage ist auch hier einer, das sind sogar zwei. Das Coole ist, dass sie jetzt halt auch mit von der Partie ist, ne? Dass sie jetzt natürlich auch ein bisschen Würgegriff macht. Und sie, als NPC, wird von anderen NPCs nicht als Bedrohung wahrgenommen. Das ist gut. Wir sind Spieler, uns hasst die CPU. Oh, guck mal, da drüben. Oh, da auch. Hier ist alles vermint. Ja, ich sehe ihn. Deckung.
Warte, waren das zwei? Zwei. Vielleicht noch mehr. Die Frage ist, wie kommen wir da nach oben? Wie kommen wir da rein? Wir könnten es herausfinden. Geht's da hinten um die Ecke? Steht da noch einer? Ich glaube, da steht noch einer da hinten im Laden. Warte. Jo, wusste ich's doch. Okay. Durch den Laden hinten kommen wir durch. Ich mache mal noch Folgendes. Entschuldigung, ich brauche einen Quicksave. Ich brauche Quicksave auf der PlayStation. Ich bin PC-Spieler, ich bin F5 gewohnt. Was ist hier los? So, okay, gut. Hier kommen wir aber eh durch. Ich will nur nicht, dass das Mädchen sich in Luft sprengt, weißt du? Hey, wusstet ihr, dass ihr den Typen unterschminkt? Gibt's noch? Nur den Typen unterschminkt, ja? Ja, die. Und die, die im Truck waren. Im Truck. Das ist ein Schlamassel. Das sind also die härtesten Banditen der Endzeit, ja? Warte. Keine Ahnung. Los, wir gehen mal zu den Jungs weiter unten. Hier gehen die nicht durch, hier ist vermint. Wäre Blödsinn, wenn die hier durchgehen. Warte, den einen, der latscht der einen auf der linken Seite. Gehen wir mal zu den Jungs und bleiben einfach stehen. Alles klar, gut. Verstehe. Ich hoffe, der Typ steht da nicht immer, den wir da gerade sehen. Der geht nicht weg. Okay. Weißt du, da habe ich vielleicht eine Idee. Das sind zwei. Ich hoffe, der sieht mich nicht gleich und ich hoffe, der Bogen schießt weit genug. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den mit dem Bogen wegkriegen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der uns nicht sieht gleich. Es sei denn... Da geht eine Tür rein. Okay, ich probiere mal was anderes. Warte. Ich bin nicht gut mit dem Bogen, ne? Ich wollte es nur sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ein Pfeil ausreicht, um den wegzufrühstücken. Und da der hierher guckt... Dieser Bogen ist ab sofort mein bester Freund. Officially. Der Bogen ist nice. Der Typ steht da weiterhin. Okay. Jetzt ist aber die Frage. Er da. Den müssen wir uns als nächstes snacken. Dazu müsste ich irgendwie in Richtung des Baumes da kommen. Ich hoffe, der sieht mich nicht von hier. Hä? Was ist das? Ach, sie versteckt sich vor dem Ding. Okay, gut. Oh, der andere Typ latscht da auch. Jetzt latscht der andere Typ auch rum. Was hat er vorher nicht gemacht? Hier geht eine Tür rein. Da steht oben noch einer. Ich weiß nicht genau. Shit. Ich weiß nicht genau, ob der in unsere Richtung guckt, ne? Das weiß ich nicht aktuell. Deswegen versuche ich mal. Ich muss da vorne rumkommen. So, ich will schon wieder speichern, ne? Ich sag's nur. Es sind drei. Oh, hätte ich nicht gesehen. Wie soll ich das denn schaffen?
davon. Da geht's nicht durch, natürlich. Okay, sobald er sich umdreht, wird er da hinten auch... Ja, der geht schon zurück. Okay, das klappt nicht. Schlechtes Timing. Shit, er geht immer noch weiter. Ah, ich hasse alles. Ich dachte, wenn er zurückgeht, kann ich ihn ganz rechts erschießen. Alles. Es geht einfach nicht. Blöder Busch. Warum haben die Busch hier gepflanzt? Ich wollte seinen Kopf treffen, aber es ging nicht. Okay, ich muss doch irgendwie anders machen. Aber jetzt bin ich ja quasi mitten auf dem Präsentierteller. Und die gucken sich halt immer gegenseitig an. Die sehen, wenn ich jemanden erschieße. Shit, Kack. Ich muss in den Polizeiwagen kommen. Oh, dann könnte er mich sehen. Ist doch alles gut gelaufen. Oh Gott, meine Hand schwitzt. Mei schwitzi Hand. Ich muss gleich ein bisschen auf Risiko gehen. Weißt du was? Hi, ich muss ganz kurz auf Risiko gehen. Natürlich kann ich das so machen. Aber es lief bis jetzt so glatt. Ich sollte das wirklich lassen. Ich sollte es wirklich... Wieso kann man hier speichern? Das macht bei dem Spiel ist das so ungewohnt. Gebt mir noch so ein Tool nicht an die Hand. Siehst du das? Da! Hey, wer ist da? Verstört Eindringling! Okay, gut. Ich dachte, da wäre gar nichts mehr. Gut, dass ich gespeichert habe. Ne? Ich wollte es nur mal ganz kurz sagen. Guck mal, der 15.04. schon. Alles kurz vor knapp gerade aufgenommen. Hä? Wieso bin ich auf einmal hier? Hä? Was ist denn mit diesem Spiel, mit den Safe Games? Was ist denn mit den Safe Games los? Das hätte jetzt richtig in die Hose gehen können. Scheiße. Was ist denn mit dem... Ich habe doch nicht da vorne gespeichert, mitten im Offenen. Was ist mit dir, Spiel? Und er geht aktuell nicht weiter. Nein. Das Spiel merkt sich gar nichts. Gut, den da hinten würden wir auch nur so wegkriegen, aber wahrscheinlich aus einem anderen Winkel, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht der Bogen von hier wird erreichen. Wird ein bisschen tricky. Okay, gut. Und jetzt haben wir noch jemanden hier im Hauseingang. Von dem wir nicht genau wissen, guckt der zu uns oder guckt der weg? Offenbar. Gesehen?
Ich habe, glaube ich, gerade was weggetreten, ne? Nichts! Mist, Kacke! Shit, dieser PC. Ich hasse PCs. Jetzt kann ich nur noch die PlayStation lieben. Ich hasse Versteckspiele. Zeig dich endlich. Ich zeig mich. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich war nie woanders. Ich war immer bei dir. Guten Tag. Ah. Was war denn da? Mob-Angriff-Notiz. Die lesen wir natürlich gleich. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps... Was? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Wo zum Teufel steckst du? Ja, das sage ich dir doch nicht. Oh, Scheiße! Wo kam der denn auf einmal her? Oh, Mann. Ertragen und überleben. Wo kommt der? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Wo kam der her? So, Sammelobjekte, Artefakt, Trainingsbücher, Steckbrief. Was war das nochmal? Mob, ne? Mob, habe da Mob-Angriff-Notiz. So, lesen. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert, das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen. Aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Ich glaube, das machen wir gerade, ne? So. Ich glaube, wir jagen und vollstrecken gerade ein bisschen. So, das ist der Kollege. War das das... Dich hört jemand Geräusch? Dich sieht jemand... War das das... Dich sieht jemand Geräusch? Hier ist ja niemand. Jetzt weg. Okay. So. Da gibt es noch eine schöne Latte. Das ist voll, das ist voll. Ich gehe mal ganz kurz gucken. 65, wir kriegen unsere 100 noch zusammen. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay, alles klar. Ich bin immer sehr geizig, was diese Sachen angeht. Ist bestimmt noch nicht aufgefallen. So, hier ging es auch rein. Toll. Ah, hier ist das. Oh. Lauf da nicht durch. Lauf da bitte nicht durch. Hier ist es offenbar sehr gefährlich zu existieren. Die haben hier alles vermint. Und die wissen auch schon genau warum. Okay. So, da ist nichts. Okay. Gut. Dann gehe ich nochmal eben hier entlang auf der offenen Straße. Das tut ja niemandem weh. Außer vielleicht gleich jemandem. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der noch da steht. War das der, der gerade hochgekommen ist? Der muss ja auch von irgendwo gekommen sein. Weil guck mal, jetzt steht da niemand mehr. Ah, alles klar. Die liegen hier schon ein bisschen länger, glaube ich. Das muss doch gestunken haben. Guck mal, das Blut ist noch da, aber Fleisch, Haut, das Blut im Körper und so, das ist alles weg. Aber deren Blut vom Tag der Erschießung, das ist noch nicht weg. Auch der Regen hat das nicht weggewaschen. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Hm. Das glaube ich auch. Free. Da oben war irgendwas, eine Leiter. Riot was alive, head. Hm.
Was? Okay. Ja, ich glaube, die haben free. We won. Ja, die Frage ist, was habt ihr denn gewonnen? Einen Scheiß habt ihr gewonnen. So, mal ehrlich. Truck-Notiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Okay. Das war der, den wir gesehen haben, und das war wahrscheinlich der, dem wir nochmal begegnen werden. Ich bin ziemlich sicher, wir werden mit dem nochmal sehr große Probleme kriegen. Kann mir vorstellen, dass sie damit vielleicht Leute jagen. Vielleicht hierher jagen zum Ausbeuten, ausrauben. So, was haben wir denn da Feines? Das nehme ich gerne mit. Vielen Dank. Das ist noch voll, das ist noch voll. Ich bin auch noch voll. Sehr gut. Von Silvester. Hier geht's noch rein. Da gucke ich gleich mal. Vorher kann ich das essen. Nein, ist auch voll. Alles voll macht der Mai. Na dann. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das ist immer noch voll. Schere ist auch voll, aber jetzt haben wir gerade ein Messer verbraucht. Das heißt, ich könnte mal eben ganz kurz eins fertigen. Dann können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Zum Beispiel dich da. Und die Erbsen da unten würde ich auch gerne mitnehmen. Ist wahrscheinlich Zucker, ne? Sieht aus wie Erbsen. Ja, na gut. Sprengstoff. Euch nehme ich mit 50 davon. Das ist auch alles voll. Schade, schade, schade. Die ist geladen. Alles voll. Okay. Ist eh alles voll. Na gut. Alles voll. Aber schön. Haben wir das auch geöffnet. Allein die 50 Werkzeugteile. Ich glaube, dafür ist es gelohnt. Ich gehe nochmal ganz kurz rein. Ich glaube aber, ein Werkzeug an sich werden wir nicht finden, ne? Nee. Hinter der Tür ist auch nichts. Na gut. Die sind wahrscheinlich nicht ganz so offensichtlich. Deswegen übersehe ich die meistens. Es hilft wahrscheinlich schon eher, wenn man weiß, wo die sind von Anfang an. So. Okay, gibt's hier noch Schubladen? What? Processing? Ja, naja, ich glaube nicht. Okay, gut. Dann wollen wir weitergehen. Erstmal gucken wir ganz kurz hier durch. Kann man da durchgucken? Nein. Hey, hilf mir hoch! Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mach ich doch schon. Hier geht das ganz easy. Hier müssen wir nichts hinschieben, ja. Guck. Okay. Hier muss ich nur Dreieck drücken. Komm schon. Na bitte. Und ich frage mich, warum haben die Banditen gleich davor nicht unten gehabt? Die müssen doch davon ausgehen, dass sie gegen uns gewinnen, oder? Sonst wäre die doch gar nicht hier gewesen. Wir sind fast da. Naja, ein bisschen dauert es aber noch und ich glaube, oh, mein Auge juckt. Ah, ha, 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 ha. Ach, dieses Auge. Und ich glaube, wir werden bis dahin bestimmt mal ein bisschen Spaß haben, oder? Hier vielleicht nicht unbedingt, bin mir nicht ganz so sicher, aber spätestens, wenn wir da durchglatschen, da kommt doch bestimmt was. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge kommen wir ein Stück zur Brücke weiter hier durch und dann rechts rum. Und wahrscheinlich sind da dann neue Banditen. Insgesamt will ich gar nicht wissen, wie viele Menschen wir in der Apokalypse schon umgebracht haben. Menschen sind ja viel seltener geworden, aber dank uns gibt es noch weniger. Ist das nicht toll? So, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Some doors we'd never take, but they